Was ist in Red Patriot enthalten? Wie ist es aufgebaut und wie gut ist das neue Abenteuer eigentlich? Ich veröffentliche regelmäßig Videos zu Ghost Recon. Abonnier meinen Kanal, damit du keines davon verpasst und gib dem Video einen Like, wenn es dir gefällt. Red Patriot beginnt mit dem folgenden Funkspruch von Colonel Mitchell. Nomad, Scott Mitchell hier. Sir, schön Sie zu hören. Ich habe die Berichte über Ihren Aufenthalt auf Aurora gesehen. Gute Arbeit. Die Verschwörung ist aufgeflogen. Aber der FSB hat uns mitgeteilt, dass sich Stone mit einer Gruppe russischer Ultranationalisten eingelassen hat. Sie haben einen Riesenvorrat an chemischen Waffen. Wir glauben, dass sie die Drohnentechnologie nutzen wollen, um einen koordinierten Terrorangriff auf die USA durchzuführen. Das Leben von Millionen Amerikanern steht auf dem Spiel. Sie müssen diese neue Organisation ausschalten, indem sie ihre Führungsriege eliminieren. Stone hat die höchste Priorität. Ich schicke Ihnen aktualisierte Infos mit den wichtigsten Zielen. Das kommt von ganz oben. Aber da im Kongress und auch sonst alle Augen auf uns gerichtet sind, können wir keine Hilfe schicken. Verstanden, Sir. Ich enttäusche Sie nicht. Wir zählen auf Sie, Nomad. Viel Glück. Nach dem Funkspruch wird dir in der Einsatzzielübersicht der genaue Aufbau von Red Patriot angezeigt. Hier siehst du, dass Red Patriot ähnlich aufgebaut ist wie auch schon Ghost Recon Wildlands. Wir haben in der Mitte das Hauptziel, Trey Stone, und rundherum in die Bereiche Strategie, Militärmacht und Entwicklung aufgeteilt verschiedene Lieutenants, die wir ausschalten müssen, um an das Hauptziel heranzukommen. Und ja, du hast richtig gehört, wir dürfen endlich Trey Stone ausschalten. Aber wie viel Spaß macht das eigentlich? Meine persönliche Meinung ist, dass Episode 3, beziehungsweise hier das Abenteuer Red Patriot, das Beste ist, was Ghost Recon Breakpoint zu bieten hat. Die Missionen sind allesamt abwechslungsreich, mal mehr, mal weniger spannend und haben immer einen gewissen Freiraum, wie wir an die Dinge herangehen. Die Missionen für die Lieutenants sind immer so aufgebaut, dass wir ein paar Missionen haben, die zum eigentlichen Ziel hinführen, bevor wir dann letztendlich Manticore, Basilisk, Oracle, Sphinx, Griffin, Kraken, Medusa, Cyclops und Harpy ausschalten können. Manchmal ist die Mission durch das Töten des Lieutenants aber noch nicht vorbei, weil dieser gewisse Vorbereitungen getroffen hat. Und so müssen wir dann in einer weiteren Mission den Plan des Lieutenants durchkreuzen. Wie gesagt, die Missionen der Lieutenants sind alle sehr geil gemacht, finde ich, und machen auch wirklich Spaß. Die Mission von Trey Stone, in der wir Trey Stone töten müssen, letztendlich, die ist auch sehr abwechslungsreich gestaltet und macht auch wirklich Spaß, aber sie ist echt verdammt schwer. Also vor allem, wenn ihr wie ich auf Schwierigkeitsgrad extrem spielt. Aber dadurch, dass sie so schwer ist, hat man auch so dieses richtige, dieses Yes, ich hab's geschafft Gefühl, wenn ihr wisst, was ich meine. Also in meinen Augen, wie gesagt, Red Patriot ist das beste Abenteuer, das Ghost Recon Breakpoint zu bieten hat. Um das neue Abenteuer Red Patriot komplett durchzuspielen, braucht ihr je nach Spielweise 5 bis 10 Stunden. Ich selbst habe so ungefähr 6-6,5 Stunden dafür gebraucht. Ich werde in der nächsten Zeit noch mehr Videos zu Episode 3 bzw. speziell auch zum Abenteuer Red Patriot veröffentlichen. Also abonnier doch einfach meinen Kanal, damit du keines dieser Videos verpasst. Gib dem Video einen Daumen hoch, wenn du es noch nicht getan hast. Und schreib mir mal in die Kommentare, was du von Red Patriot hältst. Schau dir auch gerne hier links meine komplette Übersicht zu Episode 3 oder rechts mein Video mit allen Informationen zur neuen Pfadfinderklasse an. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.